Hallo, liebe Krebse, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den Dezember 2022. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Eine kurze Info vorweg, liebe Krebse, ich werde nach den Dezember-Readings für jedes Sternzeichen, wenn ich damit durch bin, mich direkt an die Jahreslegungen für das Jahr 2023 machen. Das heißt aber auch dann im Umkehrschluss, dass ich für diesen Monat, für den Dezember, kein mitmonatiges Dezember-Reading vorbereite. Stattdessen will ich eben um diesen Zeitraum herum die Jahresreadings veröffentlichen. Voraussichtlich wird es wohl der 16. Dezember werden. Freitag, 16. Dezember, sollten dann auch die Jahresreadings veröffentlicht werden. Das Kartendeck, welches ich selbst gestaltet habe, dieses Apokalypso-Kartendeck hier, ich habe es auch schon im vorherigen Video angesprochen, das gibt es jetzt auch wieder zu erwerben. Mich haben da viele angefragt, ob ich da nicht noch welche nachdrucken lassen kann. Gesagt, getan und jetzt kann man sie auch wieder über die Shopify-Seite wie gewohnt sich aneignen, wenn man möchte. Natürlich findet ihr auch sämtliches, was euch interessieren könnte, Social Media Links beziehungsweise Info-Special-Videos, alle Karten etc. alles unten in der Infobox unterhalb von diesem Video. Natürlich auch wie gewohnt euer weiterführendes Reading über diese Legung könnt ihr dort finden. Und ansonsten starten wir direkt mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den Dezember 2022 meiner Krebse. Windungen. Windungen, liebe Krebse, ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Windungen ist eine sehr spezielle Karte von diesen Energiekarten hier. Es dreht sich hier häufig um Kreisläufe, es dreht sich um Routinen, es dreht sich um, ja, Alltage, kann man auch tatsächlich sagen, beziehungsweise vorrangig um das, wie alles zusammenfügt oder wie alles zusammengehört, kann man auch sagen. Windungen. Schicksalswege kann man hier definitiv als eine Art Schlagwort nennen. Es geht nicht immer geradeaus, es geht manchmal auch über Umwege zum Ziel. Manchmal muss man auch vielleicht ein bisschen zurückrudern, um dann einen neuen Anlauf zu starten. Aber das alles baut aufeinander auf. Es baut die eine Situation auf die nächste Situation, beziehungsweise dann noch die nächste Situation und so weiter. Das baut alles aufeinander auf, bis man dann tatsächlich eine Verkettung an Faktoren, eine Verkettung an Ereignissen hat, die dann definitiv aber auch etwas gewährleisten können, was ohne diese Verkettung nicht gewährleistet werden konnte. Das klingt alles noch, ja, sehr spirituell, das klingt sehr mystisch, klingt auch sehr kompliziert. Ich hoffe natürlich, dass ich euch das anhand der Karten, die gleich im Reading herausfallen werden, doch etwas genauer erklären kann. Die Zahl 25 könnte eine Zahl von größerer Bedeutung für euch sein, liebe Krebse. Möglicherweise ist das auch die 2 oder die 5 für euch alleine. Möglich ist auch die Quersumme 7. Das wisst ihr natürlich selbst besser als ich. Auf jeden Fall ist Windungen eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den Dezember 2022 meiner Krebse. Das ist der Turm, ja. Mit einem derartigen Ereignis können tatsächlich solche Windungen bzw. Schicksalsschläge, Schicksalswege, kann man natürlich auch sagen, tatsächlich auch beginnen. Der Turm an sich ist eine Überraschung, etwas Plötzliches, etwas Schicksalshaftes, etwas, womit man nicht unbedingt vorher rechnen konnte. Das kann im Positiven sein, das kann im Negativen sein. Diesen Turm muss ich definitiv noch klären und mir genauer anschauen, um ihn positiv oder negativ deuten zu können. Auf jeden Fall passiert hier etwas, was man nicht hat vorhersehen können. Wie geht es weiter? Die Königin der Stäbe. Ist hier schon ein deutliches Anzeichen, dass dieser Turm-Moment, sagt man auch gerne, mit einem ganz bestimmten Menschen zu tun hat. Entweder von ihm oder ihr hier ausgelöst oder ihm oder sie hier betreffend. Das ist eine Hofkarte im Feuerzeichen. Das ist eine sehr attraktive Person in vielen Fällen. Teilweise kann das eine sehr rechthaberische Person sein.
jemand, der gerne im Mittelpunkt steht, jemand, der Aufmerksamkeit benötigt und sich diese aber auch sehr gut erkämpfen kann. Die Königin der Stäbe ist eine Person, die sehr gut weiß, wie sie das bekommt, was sie haben will, weiß es, andere um den Finger zu wickeln, weiß sich möglicherweise auch bei jemandem gut zu stellen. Also sehr freundliche, sehr sympathische Person mit einer sehr guten Ausstrahlung. Das ist hier drin zu sehen. Dieser Mensch könnte ein engerer Bezugsmensch von euch sein. Möglicherweise ein Familienmitglied, ein Freund, eine Freundin. Definitiv auch so etwas wie ein Wunschpartner kann hier ebenso dargestellt sein. Wie geht es weiter? Das ist die Acht der Stäbe. Eine ganz klassische Kommunikationskarte ist hier in der Mitte des Readings oben angezeigt. Das sind häufig Gespräche oder Texte natürlich auch, die etwas ins Rollen bringen, die etwas in Bewegung bringen, die etwas anzetteln oder anstiften, beziehungsweise nach diesen Gesprächen etwas vorangehen kann. Natürlich nicht nur Gespräche, es kann sich hier um Schriftverkehr handeln, per Mail, per WhatsApp, per Brief, wie auch immer. Definitiv auch Telefonate können hier geführt werden. Von dieser Königin der Stäbe auskommend, so sehe ich es hier für die meisten von euch resonieren, scheinen mir hier ganz bestimmte Informationen euch zugetragen zu werden. Wie geht es weiter? Das ist die Sieben der Kelche. Die Sieben der Kelche kann vielseitig gedeutet werden. Es kann sich hier um die berühmte Kopf-gegen-Herz-Energie drehen und handeln. Es kann hier aber auch auf eine Qual der Wahl hindeuten. Verwirrung und Konfusion sind ebenso Deutungsvarianten der Sieben der Kelche. Diese Gespräche, diese Informationen, die man hier erhält, die relativ plötzlich doch wohl euch ereilen können, liebe Krebse, die können euch definitiv verwirren. Man kann tatsächlich davon ausgehen, dass man hier so eine Art Schockerlebnis haben könnte bezüglich dessen, was hier gesagt wird oder geschrieben wird, bezüglich der Informationen, die ihr hier über diesen Menschen oder von diesen Menschen erhalten könntet. Da weiß man im ersten Moment nicht wirklich, was man davon halten soll, nicht wirklich, was man davon oder damit anfangen soll oder darüber denken soll. Die Kopf-gegen-Herz-Energie kann natürlich ebenso eine Rolle spielen, prädestiniert für Kopf- oder Herzmenschen, kann das eine sehr verwirrende, eine sehr konfuse Energie sein. Herzensmenschen seid ihr, liebe Krebse. Jedes Wasserzeichen ist generell ein Herzmensch. Natürlich muss das nicht jedes Wasserzeichen per se sein. Jedes Luftzeichen ist prädestiniert dafür, ein Kopfmensch zu sein, aber auch da gibt es natürlich immer wieder Ausnahmen. Wie geht es weiter? Das ist die Fünf der Münzen, eine Verlassenskarte, eine Karte, wo man sagen kann, hier wird man entweder verlassen tatsächlich oder es wird einer im Regen stehen gelassen. Das heißt, man bekommt nicht das, was man haben wollte. Ein Versprechen wird nicht eingehalten. Etwas, was gesagt wurde, wird nicht umgesetzt. Es kann sich auch hier natürlich um materialistisches Drehen und Handeln. Dann ist das hier eher ein Mangel, beziehungsweise kann das auch eine größere Geldausgabe bedeuten. Die im Regen stehen gelassen Karte, so nenne ich sie hier sehr, sehr gerne, kann sich definitiv plötzlich ereignen. Hier in der Spiegelung zum Turm kann das gut und gerne so aus heiterem Himmel kommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Mäßigkeit ist hier hinten im Outcome. Das ist eine weitere Kommunikationskarte, so wie auch hier die Acht der Stäbe schon dastehen. Es scheint sich hier tatsächlich viel um Informationsaustausch zu drehen und handeln. Gespräche, Kommunikation über Mail, über WhatsApp, wie auch immer. Natürlich kann das auch etwas sein, was ihr in der Zeitung lesen könnt, aber das ist dann schon ein sehr spezieller Fall. Die Mäßigkeit aber auch weiterhin ist eine Heilungskarte und die Heilungsenergie, vor allem dann, wenn etwas Derartiges passiert und vor allem dann, wenn etwas Derartiges plötzlich passiert, ist hier sehr, sehr positiv zu deuten. Denn hier, wie schon gesagt, hier wird jemand enttäuscht, hier geht es einem nach einem bestimmten Ereignis nicht unbedingt sehr gut. Das muss nicht euch betreffen, das kann natürlich auch diese Person hier betreffen, aber Heilung ist hier schon am Horizont zu sehen. Werde ich mir natürlich noch weiterhin anschauen und mehr Informationen versuchen, dort herauszuholen. Eine Klärung zum Turm. Die Sieben der Schwerter.
Das ist prädestiniert tatsächlich für ein derartiges Break-up, für ein Schlussmachen, für ein Stehengelassenwerden, für ein Untreues sein, womöglich sogar, wie es hier auch schon in den Fünf der Münzen plötzlicherweise sich ereignen kann. Die Sieben der Schwerter ist eine sehr unaufrichtige Karte. Sie kann auf Lug, Betrug oder auf Diebstahl hinweisen, auch auf jemanden, der ein falsches Spielchen treibt oder eine Maske aufhat. Da kann diese Sieben der Schwerter darauf deuten, die Sieben der Schwerter auf dem Turm. Das ist definitiv etwas, was man nicht unbedingt gerne erlebt. Hier könnte man, es gibt jetzt vielerlei Beispiele, die man anführen kann, hier könnte man definitiv bemerken, dass man bestohlen wurde. Hier kann jemandem etwas geklaut werden, definitiv. Es kann auch sehr, sehr gut sein, dass hier jemand untreu ist und das auch aus heiterem Himmel, das von einem Menschen, von dem man das schon mal überhaupt nicht geglaubt hätte, mit dem man nicht gerechnet hätte, dass er oder sie dazu in der Lage wäre. Aber ich sehe es hier definitiv primär erst einmal hier mit und von dieser Königin der Stäbe resonieren. Ich sehe euch hier noch nicht per se in diesem Reading drin vertreten, aber ich meine tatsächlich, dass euch diese Informationen zugetragen werden, beziehungsweise ihr davon Wind bekommen werdet. Ob das hier euch betrifft, da bin ich mir nicht sehr sicher, aber es scheint mir hier nach einem Szenario auszusehen, dass diese Königin der Stäbe womöglich betrogen werden könnte, dass diese Königin der Stäbe womöglich entweder fremd geht tatsächlich, dass sie das selbst macht oder dass sie davon die Leidtragende ist. Das werde ich mir noch genauer anschauen wollen und auch das war jetzt nur ein Beispiel. Eine Klärung zur Königin der Stäbe. Das ist die Drei der Kelche und das ist die ganz klassische Dreierkonstellation. Deutet hier sehr viel darauf hin tatsächlich. Dreierkonstellationen, ein drittes Rad am Wagen oder ein fünftes Rad am Wagen eigentlich sagt man. Das kann das hier durchaus sein. Eine dritte Person scheint mir hier involviert zu sein, involviert zu werden. Und Dreierkonstellationen neben Sieben der Schwerter, Konjunktion Turm. Das kann schon sehr, sehr gut sein, dass hier jemand betrogen wird. Das kann ja natürlich das klassische Fremdgehen sein. Es kann auch sein, dass sich eine bestimmte Person hinter dem Rücken von einer zweiten mit einer dritten Person trifft. Und das muss nicht nur ein Treffen sein, das kann auch Schriftverkehr bedeuten, ne? Also der Begriff Fremdgehen, liebe Krebse, ist für viele unterschiedlich interpretiert. Für den einen ist es Fremdgehen, wenn der Partner schon jemanden anderem hinterherguckt, beispielsweise. Ein Kuss ist für jemanden schon Fremdgehen, wenn er natürlich nicht selbst geküsst wird. Für manche ist es auch erst dann Fremdgehen, wenn die anderen Geschlechtsverkehr miteinander haben. Dann ist es dieser Betrug, ne, in dem Fall. Also der Begriff Fremdgehen ist für viele unterschiedlich interpretiert. Aber diese Königin der Stäbe, die kommt mir hier tatsächlich so vor, als würde sie sich ja im Prinzip hintergangen fühlen von einer dritten außenstehenden Person. Natürlich böswilliger Art und Weise. Das ist natürlich ein Vertrauensbruch. Das ist natürlich ja vielleicht sogar ein Ehebruch. Ganz, ganz klare Sache. Also hier verhält sich jemand definitiv nicht richtig und aufrichtig. Und das kommt plötzlich, das kommt unvorhergesehen, das kommt unverhofft natürlich. Und kann hier gut und gerne tatsächlich auch zu einer Trennung führen. Jedenfalls zu einer, ja, vorübergehenden Trennung, jedenfalls zu einem Auseinandergehen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass Schluss ist zwischen dieser Person und einer bestimmten weiteren Person. Das kann auch erst einmal dieses Ich brauche jetzt Zeit, um nachzudenken sein. Ja, aber das werde ich noch unter anderem versuchen herauszufinden. Eine Klärung zu den Acht der Stäbe. Das ist die Herrscherin und jetzt kommt ihr hier ins Spiel, liebe Krebse. Ihr seid hier in der Mitte des Readings. Eine sehr präsente Energie. Ich sehe euch hier weder konjungierend mit dem Turm, ich sehe euch nicht spiegelnd oder geklärt auf dem Turm. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr keiner seid, also kein Mensch seid, der entweder hier betrogen wird oder der jemanden betrügt. Ich meine aber, dass ihr tatsächlich entweder von dieser entstehenden Situation hier profitiert oder dass ihr darin involviert werdet. Dass ihr beispielsweise ja, als Ansprechperson dienen könntet. Von einer Freundin, von einem Freund von euch, der oder die euch dann tatsächlich über dieses Thema aufklärt, bei euch Trost sucht, euch darin
ja, entwickeln, verwickeln möchte, beziehungsweise Rat und Tat bei euch vielleicht finden will. Das kann natürlich eine Person sein, die sich an euch wendet in der Stunde ihrer Not sozusagen. Es kann auch gut sein, dass ihr davon die Profitierenden seid. Nämlich wenn hier ein ganz bestimmter Traummann oder eine ganz bestimmte Traumfrau von euch abgebildet ist, der oder die bislang in einer festen Partnerschaft oder Beziehung war, dann kann das natürlich gut durch eine Trennung sein, dass ihr jetzt sozusagen Chancen habt, mit dieser Person eine Beziehung oder Partnerschaft einzugehen. Also es entwickelt sich hier potenziell doch eher zu eurem Gunsten, wenn man jetzt diesem Szenario folgen möchte. Es kann auf diese oder auf die andere Art und Weise interpretiert werden, das werde ich mir noch genauer anschauen. Aber ich meine, ihr seid hier eher eine außenstehende Person. Ihr seid nicht direkt involviert, was hier passiert, seid aber welche, die davon entweder profitieren oder eben davon Wind bekommen. Das ist hier auch die Klärung auf die 8 der Stäbe. Eine Klärung zu den 7 der Kelche. Die 8 der Schwerter, das ist hier definitiv eine Art Gedankenzyklus, ein Kreis, ein Zerdenkermodus im ganz klassischen Sinne. 8 Schwerter auf 7 Kelche. Da weiß man nicht, was man glauben soll. Da weiß man nicht, was man tun soll. Man sieht im Prinzip auch keinen Ausweg. Man fühlt sich im Prinzip wirklich am Boden, hilflos ausgeliefert der Situation, die einem gerade widerfährt. Verwirrung, Konfusion. Hier geht es tatsächlich noch eine Stufe tiefer. Hier Grübeleien, Zerdenken, man sagt auch der Gedankenknast dazu. Und das ist erst einmal dieses Realisieren müssen, was überhaupt passiert ist. Stellt euch vor, wirklich diese Person hier, die war seit 5 Jahren mit einem ganz bestimmten Menschen verheiratet. Und diese beiden, die führten eine Bilderbuchehe. Ja? Die waren ein, ja, keine Ahnung, Feuer und Flamme füreinander. Ein Herz und eine Seele, sagt man da, glaube ich, auch. Und jetzt plötzlich passiert hier etwas, was definitiv nicht vorausschaubar war, was man definitiv auch nicht geglaubt hätte, auch nicht als außenstehende Person, was diese beiden Menschen da betrifft. Aber einer ist dem anderen hier fremdgegangen. Beispielhaft natürlich. Wie fühlt sich dann diese betroffene Person, die hier im Prinzip hintergangen wurde, die hier verarscht wurde, auf gut Deutsch gesagt, die fühlt sich exakt so, weil man kann seinen Augen nicht trauen. Man weiß nicht, was man noch glauben soll. Man weiß nicht, was man fühlen soll oder denken soll. Man weiß im Prinzip, man fühlt sich leer. So könnte man es tatsächlich sagen. Und für ein derartiges Gefühl können hier diese beiden Karten in der Klärung aufeinander definitiv ebenso stehen. Eine Klärung zu den 5 der Münzen. Der Narr. Neustart, neues Leben, eine neue Routine oder ein neuer Alltag. Der wartet hier definitiv darauf, begonnen zu werden. Der Narr, der ganz klassische Neustart. Auf die 5 der Münzen, das ist wie schon gesagt teilweise eine Verlassenskarte und zwar doch schon eine recht deutliche Verlassenskarte. Wir haben hier den Ritter der Münzen im Outcome. Na, auf 5 Münzen. Eine Situation, wie man sie auch als Verlassenskarte bezeichnen kann, eben. Es kann sein, dass die beiden sich trennen. Es kann sein, dass man hier eine Trennung auf Zeit erlebt, dass vielleicht auch plötzlich Schluss ist. Das kann definitiv ebenso sein, je nach Situation natürlich. Aber mit dem Narren darauf geklärt, entsteht dadurch eine neue Chance, eine neue Gelegenheit, eine neue Möglichkeit, ein ganz gewisses Leben zu leben oder sein eigenes Leben natürlich auch seinen Wünschen und Arten zu kreieren. Der Narr ist da ganz prädestiniert dafür. Was auch sehr positiv am Narren zu sehen, das ist die und die, also die Konjunktion und der Trigger hier, dass man hier wieder Hoffnung schöpft, dass man hier Energien schöpft, dass man hier auch wieder optimistisch der Zukunft entgegenblicken kann, weil das ist in der Situation definitiv noch nicht der Fall. Da ist man tatsächlich am Boden. Da muss man erst einmal wirklich das Ganze verarbeiten, was da gerade passiert ist. Und so etwas wie Hoffnung oder Zuversicht oder Optimismus oder Lebensfreude, das wird man hier noch nicht verspüren können. Der Narr auf die 7 der Schwerter. Es ist hier auf jeden Fall eine Situation entstanden, wie man, wenn man darauf getippt hätte, dass das Ganze passiert, dann hätte man definitiv ja viel Geld gewonnen oder man wäre einer von ganz, ganz wenigen geworden. Also die Chancen oder die, ja doch, die Chancen oder Quoten kann man auch sagen, dass das passiert, was hier passiert ist. Die gingen gegen null, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen ist das hier auch der Turm. Etwas Plötzliches, etwas, was einem
aus allen Wolken fallen lässt. Und für euch, liebe Krebse, sehe ich das hier eher als einen Umstand, der euch ja vielleicht nebenbei tangiert, ja, der euch nicht direkt betrifft, aber ich sehe euch ganz bestimmte Möglichkeiten daraus ausschöpfen können. Und da bin ich immer näher daran, dass man es hier womöglich wirklich mit einem Partner zu tun hat, mit einem Wunschpartner, Traumpartner, vielleicht sogar Seelenpartner zu tun hat natürlich, mit dem man bislang noch nicht ja, mehr agieren konnte als bislang. Ja, der im Prinzip für einen ein No-Go war, weil dieser Mensch in einer festen Beziehung beispielsweise war. Und dadurch, dass die beiden sich jetzt da trennen, eröffnen sich natürlich neue Möglichkeiten für euch, ne? Respektive gesehen. Wir haben hier hinten den Ritter der Münzen. Und der Ritter der Münzen ist eine Hofkarte im Erdzeichen. Das seid eher nicht ihr. Das ist hier aber auch nicht der Gegenüber. Und wir haben hier mit den drei der Kirchen schon auf ja, eine Dreierkonstellation beziehungsweise auf eine dritte Person hingewiesen. Und dieser Ritter der Münzen erscheint mir womöglich jener zu sein, der hier dieses Spielchen abzieht. Jener zu sein, der hier betrogen hat. Jemand, der fremdgegangen ist. Jemand, der womöglich diesen Menschen hier doch sehr wehgetan hat. Es kann sehr, sehr gut sein, weil dieser Ritter der Münzen im Outcome auftaucht, dass hier noch nicht ganz aller Tage Abend ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Diese beiden hier können sich getrennt haben. Einer von beiden ist fremdgegangen. Und ja, die beiden haben sich dann, wie gesagt, lebewohl gesagt, aber einer von beiden, der will den anderen zurückgewinnen. Und das kann hier sehr, sehr gut dieser Ritter der Münzen sein. Mit Gespräche versucht es potenziell dieser Mensch, mit einfühlsamen Gesprächen, mit gutem Zureden, natürlich auch mit Entschuldigen, wenn er oder sie Schuld bei sich selbst entdeckt. Aber das ist jemand, der definitiv auch einen langen Atem hat. Also der wird nicht so schnell mir nichts, dir nichts aufgeben, wenn es denn sein oder ihr Ziel ist, diesen Menschen hier zurückzugewinnen. Und ihr seid hier zwar in der Mitte, liebe Krebse, diese Situation, die betrifft euch zwar genauso, obwohl ihr nicht aktiv daran teilhabt, wenn ihr versteht. Eine Klärung zu den Sieben der Schwerter. Die Kraft. Die Kraft, das ist definitiv eine Art Belastung, das ist ein Bemühen, kann man auch sagen. Es verlangt einem viel Kraft ab, dieser Turmmoment, der hier potenziell passiert. Man kann auch vom Mut und von der Tapferkeit sprechen. Tapfer sein zu müssen ist hier definitiv auch eine Art Devise, aber ich weiß nicht, ich habe es persönlich nicht erleben müssen sozusagen. Viele haben es mit Sicherheit schon erlebt, dass man betrogen wurde, dass der Partner einem fremdgegangen ist oder etwas derartiges. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da im ersten Moment wirklich ja, sich zusammenreißen muss, auf gut Deutsch gesagt, damit man nicht auf den Boden fällt oder in ein tiefes Loch fällt, kann man natürlich auch sagen. Also das wird einem definitiv einiges abverlangen hier. Zwar nicht euch, weil ihr konjugiert hier nicht, ihr spiegelt nicht, ihr triggert nicht. Aber diese Person hier ist die Folgekarte der Kraft und diese Person muss stark sein in diesem Moment, in dieser Situation. Diese Person muss tapfer sein. Diese Person muss definitiv aber auch ein bisschen was aushalten können, um nicht daran zugrunde zu gehen. So kann man das hier definitiv, hier Kraft auf Sieben der Schwerter, Kraft auf Turm, so kann man das auf jeden Fall deuten hier. Einklärung zu den drei der Kelche. Das ist die vier der Stäbe. Gut möglich, dass die beiden verheiratet waren sogar oder Heiratspläne schon geschmiedet haben. Das ist hier in der Konjunktion eine Möglichkeit. Das muss aber nicht für alle resonieren. Die vier der Stäbe ist eine Grundsäule, eine der fünf Grundsäulen, die es gibt. Für mich persönlich gibt es fünf. Manche sagen, es gibt mehr, manche sagen, es gibt weniger. Ich sage, es gibt fünf. Das ist die Freundschaft, das ist die Familie, die Partnerschaft bzw. die Liebe. Das kann man zusammennehmen. Es ist die Gesundheit und der Job bzw. das Finanzielle oder der Beruf eben. Das sind für mich persönlich die fünf Grundsäulen. Und hier geht es um mindestens eine dieser fünf Grundsäulen. Nicht nur für euren Gegenüber, sondern hier konjugiert ihr auch für euch. Und ich nehme immer mehr an, dass es sich hier um eine Wunschpartnerschaft dreht, um eine Freundschaft womöglich. Aber ich bin hier doch eher in Richtung Partnerschaft oder das Wollen einer Beziehung mit einem ganz gewissen Menschen. Und ihr beide konjugiert hier ebenso schon. Und ich glaube, dieser Wunsch, der war euch bislang entweder verwehrt oder ihr konntet ihn nun auch nur auf einem niedrigen Niveau halten. Also
Es gibt dir einen Menschen, und das ist jetzt nur ein Beispiel, liebe Krebse, mit dem ihr gerne zusammen wärt, auf gut Deutsch gesagt. Dieser Mensch hat aber einen Mann oder eine Frau an seiner oder ihrer Seite. Und dann, natürlich kann man dann befreundet sein, aber zum Mehr ist man dann im Prinzip nicht bestimmt oder es ist nicht mehr gewährleistet. Jetzt entsteht hier aber eine Situation, die definitiv für diesen Menschen erst einmal ein Schockzustand ist, und definitiv erstmal ein Schreck trägt man davon, aber es eröffnet natürlich neue Möglichkeiten, wie gesagt. Dieser Mensch kann sich gut und gerne an euch wenden oder euch involvieren, darüber reden, Trost suchen natürlich. Aber ihr könntet natürlich dann auch euren Empfindungen, euren Wünschen, euren Zielen einen gehörigen Schritt näher kommen durch das, was hier passiert. Ob man das dann gleich macht oder ob man da erstmal Gras über die Sache wachsen lässt, muss natürlich jeder selbst entscheiden. Ich schätze mal nicht, dass ihr da direkt zu diesen Menschen hingeht und sagt, ja, okay, jetzt können wir ja zusammen sein. Das werden die meisten von euch natürlich nicht machen. Aber man sieht hier auch schon gut und gerne diese Hauptenergie, diese Windungen. Das eine baut auf dem anderen auf. Und der eine Checkpoint muss erreicht werden, damit der andere Weg gefahren werden kann, der euch dann schließlich näher an euer Ziel bringt, als bisher der gegenwärtige Weg, den ihr beschritten habt. Also ich hoffe, ihr versteht, wie diese Zusammenhänge hier zu deuten sind. Eine Beziehung, Partnerschaft zwischen zwei Menschen, mit einem diesen Menschen möchtet ihr zusammen sein, wurde euch verwehrt, weil die zwei zusammen sind, seid aber befreundet. Jetzt trennen die sich, ihr bekommt davon Wind, ihr könnt jetzt wieder diesen Weg hier gehen. Also das eine baut auf dem anderen auf. Eine Verkettung von Zufällen in Anführungsstrichen, was es nicht gibt. Es gibt keine Zufälle, es ist alles der Plan und die Struktur des Schicksals. Eine Klärung zur Herrscherin. Das ist der Tod. Veränderung, Transformation, das ist die Grunddeutung des Todes hier auf euch geklärt, kommt hier Veränderung auf euch zu. Ganz, ganz klare Sache. Ich nehme diese Veränderung immer noch positiv wahr tatsächlich, weil viele von euch, die waren hier womöglich mit diesen Menschen hier bislang befreundet, möglicherweise platonisch befreundet, waren vielleicht bekannt miteinander. Von euch aus könnte hier sehr, sehr viel mehr empfunden worden sein für diesen Menschen, als man es offenbart hat, als man es gezeigt hat. Natürlich möchte man auch einem verheirateten Pärchen beispielsweise nicht unbedingt dazwischenfunken oder zur Last werden. Ihr habt es diesbezüglich oder deshalb womöglich bei einer Freundschaft bislang belassen. Und bitte bedenkt, das ist natürlich nur ein Beispiel. Aber durch die entstandene Situation, Turm, drei Kelche, Tod, da wird sich hier einiges ändern. Man sieht hier aber auch als Resultat dieses Turmes hier jetzt sehr, sehr deutlich, was hier zunächst einmal die Konsequenz ist, nämlich die 8 der Schwerter und die 5 der Münzen. Das ist definitiv eine Notwendigkeit, das Ganze erst einmal verarbeiten zu müssen. Und da kommt ihr potenziell ins Spiel als der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin, als die Herrscherin. Das ist jemand, an den man sich immer wenden kann. Das ist jemand, der immer für einen guten Rat zu haben ist oder der einen trösten kann, der weiß, wie man sich fühlt, der, ja, bei dem man Schutz und Trost suchen kann. Und das wahrscheinlich nicht nur durch Gespräche und durch Kommunikation hin und her schreiben, sondern wahrscheinlich auch natürlich durch Nähe und Gesellschaft. Das könnt ihr natürlich auf eure persönliche Situation beziehen. Aber dieser Tod hier, diese Veränderung, die beziehen sich hier erst einmal auf die Gespräche, weil dieses Gespräch, du, mein Freund, hat mich betrogen und wir haben Schluss gemacht. Ja? So plötzlich kann natürlich dieser Turm für diesen Menschen hier stattfinden. Genauso plötzlich kann dieser Turm, in dem Sinne die Nachricht über den Turm, für euch stattfinden. Ich hoffe, ihr könnt nachempfinden, was ich euch hier damit sagen möchte. Bitte behandelt es natürlich als Beispiel und bezieht es auf die persönliche Situation. Aber ein Turm, der euch nicht primär widerfährt, sondern das Gespräch oder das Erläutern, das Verständigen, das Informieren über diesen Turm, das kann für euch definitiv genauso schockierend sein, genauso überraschend sein. Aber eine Veränderung, die steht hier auf jeden Fall an. Eine Klärung zu den 8 der Schwertern. Das ist die 3 der Münzen. Zukunftsorientierung, Zukunftsplanung.
Wir sehen hier die drei der Münzen zwischen euch und eurem Gegenüber hier. Das ist diese Konjunktion. Die Königin der Stäbe, die Herrscherin und die drei der Münzen. Es eröffnen sich hier definitiv neue Wege für euch. Für die Zukunft kann man sich hier vieles vorstellen, sich vieles erarbeiten. Und zwar auf Basis dieser Transformationen und dieser Veränderungen. Es war euch vorher womöglich nicht vergönnt, zusammen zu sein, eine partnerschaftliche Beziehung zu pflegen. Deswegen habt ihr es bei einer Freundschaft belassen. Womöglich. Immer noch nur Beispiele natürlich. Aber mit diesen drei der Münzen sieht man deutlich, dass sich für euch Chancen eröffnen. Das sieht man hier und das sieht man auch hier in der Spiegelung. Hier mit den vier Grundsäulen. Ich habe sie vorhin schon genannt. Es kann natürlich sein, dass ihr hier eine Familie gründen könnt in Zukunft. Und das ist tatsächlich auch ferne Zukunft. Das kann hier auch in 10 Jahren erst passieren, ja. Aber diese Gedanken, die kann man sich hier definitiv machen. Das Potenzial ist vorhanden. Die Möglichkeit ist jetzt gegeben durch diese Veränderungen. Und was ihr auch vorhabt mit diesen Menschen oder was ihr beide vorhabt im Zusammenhalt, das kann hier Beziehung bedeuten, Partnerschaft bedeuten, Ehe bedeuten, Familiengründung bedeuten, das kann es natürlich auch. Ihr habt hier viele Möglichkeiten weiterzumachen. Das sind hier auch nochmals diese Möglichkeiten, die dargestellt sind. Aber, und das ist hier die Klärung, es benötigt eine gewisse Zeit, den Schmerz, den dieser Turm hier verursacht hat, für betroffene Personen zu verarbeiten. Das heißt, es ist nicht anzuraten, nur weil ein Mensch jetzt frei ist, in Anführungsstrichen, ihn sich gleich zu packen und sich gleich an ihn oder sie ranzumachen. Ich denke, das werden viele von euch nachvollziehen können. Es ist ja auch deutlich dargestellt, dass man erst einmal hier wieder einen klaren Kopf bekommen muss, dass man das hier überwinden muss, das überkommen muss, das im Prinzip akzeptieren lernen muss. Und dieser Ritter der Münzen hier hinten, der hat potenziell zukünftig auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also nur in Anführungsstrichen, weil jetzt hier dieser Turm potenziell passiert, wird hier nicht alles jetzt wie am Schnürchen laufen. Eine Klärung zum Narren. Nochmals die 5 der Münzen. Also wir sehen hier doch schon 5 Münzen auf 5 Münzen, dass es sich um einen Mangel, um eine, oh, der Teufel, um einen Verlust, um eine Trauer drehen und handeln kann, wie sie definitiv zunächst einmal verarbeitet werden muss. Hier in der Spiegelung auf die Kraft sieht man das. Man braucht hier Stärke, man muss gefasst sein, man braucht aber auch wieder einen Grund zu hoffen. Diese Hoffnung. Ich meine tatsächlich, dass dieser Mensch hier sich im ersten Moment wirklich hoffnungslos fühlen kann. Und ich glaube auch nicht, dass diese Gespräche und dass ihr hier diesen Bezug umsonst habt. Es ist auch etwas, worauf man aufbauen wird. Ne? Es ist etwas, was passieren hat sollen. So kann ich es auch ausdrücken mit diesen Windungen. Wenn ihr diesen Menschen nicht kennen würde, beziehungsweise nicht mit ihm oder ihr im Kontakt wärt, würdet ihr wahrscheinlich nichts mit diesem Turm zu tun haben, beziehungsweise keinen Wind davon bekommen. Und dann sind die Zukunftschancen hier auch wahrscheinlich noch in weiter Ferne, weil ihr hier schon eine Basis habt. Ihr habt hier eine Vertrauensbasis, hier in der Spiegelung und hier in der Konjunktion, habt ihr eine gewisse Vertrauensbasis. Ihr kennt euch im Prinzip und dieser Gegenüber hier von euch sucht potenziell auch das Gespräch oder den Informationsaustausch vorrangig, auch um etwas verarbeiten zu können, auch um Trost zu erfahren, auch um über etwas hinwegkommen zu können. Das ist natürlich auch das Erste, was man dann macht nach einem derartigen Turmmoment. Diese 5 Münzen, die stehen hier noch etwas zwischen euer beider Neustart und eurer Zukunft, weil diese 5 Münzen, das ist ein herber Rückschlag, es ist ein Mangel, es ist ein Loch, was in jemandes Herzen entsteht. Und dieses Loch, das muss man erst einmal versuchen zu flicken, das muss man erst einmal heilen, das muss man erst einmal eventuell auch noch genau erleben, weil es bringt nichts, einen Schmerz zu unterdrücken oder von sich wegzuweisen, wenn, vor allem nicht, wenn er frisch ist, weil dann ist es tatsächlich auch vom Schicksal so gewollt, dass man durch diesen Schmerz erst einmal hindurchgeht, ihn erfährt, beziehungsweise auch dann das Verarbeiten eines ganz gewissen Umstandes. Der steht hier zunächst einmal im Vordergrund. Ich hoffe, ich kann euch durch meine Ausführungen erklären, was hier potenziell vor sich geht. Natürlich ist das eine sehr spezielle Legung, die aber auch auf die persönliche Situation interpretiert werden kann. Dieser Teufel hier hinten im Outcome, der bedeutet zum einen, dass hier nicht alles wie am Schnürchen laufen wird. Das bedeutet zum zweiten, und das sehe ich hier eher mit diesem Ritter der Münzen in Verbindung, dass dieser Mensch hier womöglich
noch viel stärker bereut, was er oder sie da getan hat, als es diese Person hier tut. Und dieser Mensch hier mit gewisser Hartnäckigkeit und mit gewisser Ausdauer könnte tatsächlich weiterhin versuchen, um diesen Menschen zu kämpfen, diesen Menschen nicht loslassen zu wollen. Vielleicht fühlt sich dieser Mensch auch angebunden zu diesen Menschen. Da würde auch der Teufel dafür stehen. Aber es sieht hier sehr danach aus, dass hier noch nicht der Weg hundertprozentig frei ist für euch beide, sondern dass es da noch die ein oder anderen Hügel, die ein oder anderen Schlaglöcher eventuell auf dieser Straße geben könnte. Und das möchte ich mir jetzt natürlich im weiterführenden Reading nochmal genau anschauen. Ich hoffe natürlich dann auch da noch etwas mehr Details herausfinden zu können und Einblicke gewährleisten zu können über das, wie es da potenziell weitergeht. Liebe Krebse, solltet ihr euch hier in einer derartigen Situation befinden, resoniert dieses Reading mit euch? Kennt ihr diese Geschichte oder dieses Szenario? Ihr könnt euch natürlich gerne, wenn ihr möchtet, das weiterführende Reading ansehen. Unten in der Infobox gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Wie gesagt, es ist kein Muss, dies zu tun. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Dezember. Bleibt vor allem gesund und bleibt stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.